Hola, buenos dias. Hier ist wieder der Klaus mit einem Wetterupdate von Gran Canaria. Heute mal wieder vom Strand von Maspalomas. Wir haben heute den 17. März 2021. Es ist gleich 12.30 Uhr. Wie ihr seht, kaum ein Wölkchen am Himmel, knallblauer Himmel hier. Es sind aktuell 25 Grad. Ich denke mal, es wird gleich noch ein bisschen wärmer, 26 Grad. Aber ein traumhafter Tag, wie auch gestern schon. Nachts ist es wieder etwas kühler geworden, 17 Grad war es gegen Mitternacht. Aber es lässt sich sehr gut aushalten. Und ja, das sind jetzt zurzeit so zwei Tage, gestern und heute, wo man den Eindruck hat, dass die Luft prickelt und es ist einfach nur schön. Und ich habe gerade mit einer Freundin in Deutschland telefoniert, 6 Grad und Hagel, also da fühle ich mich hier doch ganz gut aufgehoben. Ja, die Wellen sind moderat, entsprechend, da es fast windstill ist, auch kaum Surfer unterwegs. Und insgesamt ist es am Strand nach wie vor sehr wenig bevölkert. Also wer den Strand aus besseren Zeiten kennt, weiß, wie voll es hier sonst ist und wie viele Leute hier auch laufen. Aber aktuell ist wirklich nur noch an Wochenenden was los, wenn die Spanier kommen. Ansonsten ist es hier schon sehr ruhig. Ja, ich warte leider immer noch auf mein zweites Paket. Das ist immer noch nicht angekommen. Befindet sich jetzt seit 5 Tagen in Transit irgendwo in Spanien oder auf den Kanaren. Oder hängt im Zoll fest, ich weiß es nicht. Ist schon erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich die Pakete unterwegs sind. Ich habe beide zeitgleich bei der im DHL-Shop abgegeben und konnte dann über die Sendungsverfolgung sehen, wie unterschiedlich die Wege waren. Naja, ich hoffe, dass das Paket vielleicht im Laufe der Woche doch noch bei mir eintrudelt. Ja, ansonsten war die Frage aufgekommen, wie viel Kilo man für 53 Euro verschicken kann. Also bei DHL sind maximal 20 Kilogramm möglich. Mehr geht nicht. Auch nicht mit Zuzahlung. Die Pakete werden dann einfach nicht angenommen. Und entsprechend muss man dann eben schauen, dass man zu Hause nicht zu viel reinpackt. Also ich war dann mit so einer kleinen Kofferwaage immer unterwegs, habe da hin und her geprobt und ja, alles ein bisschen umständlicher. Alternative ist der Paketdienstleister Tomba Express, da kann man bis zu 32 Kilo schicken. Allerdings haben die wiederum eine Restriktion, dass die einzelnen Sendungen ein Gurtmaß von maximal 300 cm haben dürfen. Das war für mich dann wieder eine Restriktion, die für mich keinen Sinn machte. Also habe ich mit DHL verschickt. Aber da muss man erstmal seine Erfahrungen sammeln. Es ist leider etwas schwieriger alles hier, weil die Kanaren Zoll-Freihandelszone sind. Und das hat für uns als Touristen den Vorteil, dass man hier viele Sachen günstig einkaufen kann. Aber wenn man Pakete versenden will, muss man eben vieles zusätzlich beachten. Die müssen hier durch den Zoll und man muss bei jeder Sendung eine Zollinhaltserklärung abgeben, wo jedes einzelne Stück aufgelistet sein muss mit Gewicht und Wert. Und bei gebrauchten Gegenständen muss man dann eben sehen, dass man den Wert ermittelt. Naja, ist halt so. Und Nachteil ist auch, dass so Versender wie Amazon leider nur ganz ausgewählt hierher liefern. Die meisten Sachen kann man nicht mal einfach so bestellen und die sind morgen da. Das dauert immer ein bisschen, beziehungsweise funktioniert gar nicht. Ja,
Aber ist das nicht wieder herrlich hier? Ich gehe noch mal ein bisschen nach oben, dann könnt ihr auch noch mal den Blick in die Berge sehen. Wir sind jetzt leider wieder etwas verhangen, aber ich finde das immer wieder super schön. So, nochmal der Rundblick von hier oben. Ja, ansonsten war ich die letzten beiden Abende zu Hause. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir hier jetzt eine verlängerte Ausgangssperre haben. Die beginnt schon um 22 Uhr und deshalb bin ich gar nicht erst rausgegangen. Heute Abend will ich mal wieder nach Playa de Ingles rein und eine Kleinigkeit essen und ein Bierchen trinken. Mal schauen, was das gibt. Ich werde berichten. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt mit diesen Bildern, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao.